heute mal wieder weiter mit Storyteller. Kapitel 4, falls ihr die erste Folge nicht gesehen habt, Leute, unbedingt anschauen. Da habe ich alles erklärt, wie es funktioniert. Weil jetzt geht es nämlich wieder weiter mit Geschichten aus Kapitel 4. Und das erste Level heißt auch Gift. Das heißt also, diesmal wird es diabolisch. Und wir müssen natürlich versuchen, die Geschichten wieder so gut wie möglich nachzubearbeiten oder nachzuspielen. Weil hier heißt die Geschichte, Lenora trinkt Gift. Das heißt also, wahrscheinlich haben wir hier eine Giftsituation, wo wir Lenora hinstellen, die aber nicht weiß, was sie damit anfangen soll. Okay, das heißt, wir können sie nicht einfach so das Gift trinken lassen. Wir müssen erst davor was passieren lassen, ne? Und hier wäre es am schlauesten, wenn wir erstmal eine Hochzeit initiieren. Lenora heiratet Edgar. Oh, nee. Lenora heiratet, Edgar heiratet Bernhard. Dann will Lenora aber Edgar heiraten. Ihr Herz wird dadurch gebrochen. Und weil sie so traurig ist, trinkt sie Gift. Okay. Das heißt also, wir mussten erst ihr Herz brechen, damit sie bereit ist, das Gift zu trinken. Okay, so können wir also mit dem Gift arbeiten, ne? Und können damit eine weitere Kapitelstory spielen, und zwar Tragödie. Doppeltes Gift. Okay, Hochzeit, Tod, Wiederbeleben und Gift. Doppeltes Gift, oh nein. Also, wir haben erst eine Hochzeit, okay? Edgar und Lenora heiraten. Dann aber, müssen wir jemanden sterben lassen. Und zwar Edgar. So. Weil Edgar gestorben ist, ist ihr Herz gebrochen. Dadurch trinkt sie wieder Gift. Dann aber wird Edgar wiederbelebt. Und bemerkt aber bei dem Tod, dass Lenora gestorben ist. Das heißt, wir stellen ihn dahin und dadurch bricht sein Herz. Und da jetzt sein Herz ebenfalls gebrochen ist, können wir ihn ebenfalls Gift trinken lassen. Oh, okay. Es gibt aber auch die Möglichkeit, da steht es jetzt dran, jemand trinkt zweimal Gift. Okay, das heißt also, wir haben sie jetzt einmal Gift trinken lassen, ne? Und falls wir es zweimal machen wollen, müssen wir sie jetzt wiederbeleben. Und dann lassen wir sie einfach nochmal Gift trinken. Wow, okay. Das ist relativ simpel. Einfach immer wiederbeleben, Gift trinken. Wiederbeleben, Gift trinken. Okay. Oh meine Güte. Übrigens, Leute, eine interessante Geschichte. Wir haben immer noch eine Osteraktion bei uns im Shop. Nicht vergessen reinzusehen. Es gibt einen Arizoo-Osterhasen von mir mit meinem Gesicht drauf. Der sieht richtig gruselig aus. Den gibt es tatsächlich zu einer Bestellung dazu. Alle Infos dazu gibt es im Shop. Nicht vergessen, es gibt ein richtig cooles Kekse-T-Shirt von Arizoo, mein Lieblings-T-Shirt. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im Shop. Gib dem Ganzen eine Chance. Es geht weiter mit Zorn im Keller. Isobel heiratet wieder. Oh, 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 oh. Okay. Es gibt neue Situationen. Es gibt jetzt Kämpfen. Und es gibt Wein. Oh, was ist denn Wein? Was passiert denn da? Oh, da werden die betrunken. Also wir können die betrunken machen. Da machen die wahrscheinlich andere Sachen. Okay, 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 okay. Also, wir werden jetzt Isobel wahrscheinlich erstmal heiraten lassen. Danach lassen wir Isobel und Edgar kämpfen. Das heißt also, die sind dann erstmal zerstritten. Dadurch hat sie wahrscheinlich mehr Zeit, Lenora zu heiraten. Ah, nee, sie ist... Ah, okay. Die kämpfen dann. Okay, warte mal. Wenn die kämpfen, was bringt das denn? Oh, nee. Wir lassen Isobel erstmal trinken. Warte mal, können wir sie richtig viel trinken lassen? Und dann lassen wir sie kämpfen gegen Edgar? Nö. Oh, ich weiß gar nicht, was dieses Weintrinken eigentlich bringt. Isobel heiratet wieder. Oder wir lassen Edgar... Was ist irgendwas mit dem Wein? Wir müssen irgendwas mit dem Wein machen. Danach hat Edgar Wein getrunken. Und nachdem er Wein getrunken hat, haben sich Lenora und Isobel zerstritten. Nee, er mit seiner Ehefrau. Irgendjemand muss hier Gift trinken. Aber wie breche ich denn ein Herz, ohne jemanden sterben zu lassen? Die haben mir das Sterben hier weggenommen. Normalerweise gibt es immer das Sterben. Also, auf jeden Fall müssen wir Isobel am Anfang heiraten lassen. Warte mal. Wird sie betrunkener, desto mehr Wein sie trinkt? Nee. Aber was ist, wenn wir sie davor kämpfen lassen? Isobel und Edgar. Oh!
Oha, oha, okay, ich hab's verstanden. Alles klar. Das bedeutet, wir initiieren erstmal einen Streit. Der Streit ist gleich nach der Ehe gekommen. Das bedeutet also, sie ist danach sehr sauer auf ihren Mann. Deswegen nimmt sie dann das Gift und packt es in den Wein. Und der Wein ist jetzt vergiftet. Den lassen wir Edgar trinken. Der stirbt davon. Und damit kann dann Isobel Lenora heiraten. Jetzt haben wir es. Okay, verstehe. Der Streit ist also wirklich ein Punkt, um wirklich jemanden richtig streiten zu lassen. Ne? Und damit haben wir Zorn, das dritte Level, auch geschafft. Aha, Neid. Oh, oh, Neid ist immer so eine Sache. Isobel begeht ein Verbrechen. Okay, naja, eigentlich ist es ja genau dasselbe wie gerade vorhin, oder? Also, das heißt... Ah ne, jetzt haben wir keinen Streit mehr. Och, wie soll ich denn das jetzt machen? Hochzeit. Lenora und Edgar heiraten. Dann wird aber Edgar Isobel nicht heiraten und dadurch wird sie jetzt auch sauer. Dann haben wir hier die Situation mit dem Gift. Wir packen da Isobel rein. Sie möchte nämlich, weil sie neidisch ist auf die Lenora, haben wir dann dementsprechend die Situation, dass wir hier wieder den Wein vergiften können. Packen da Lenora hin und sind damit jetzt schon fertig. Oh, was? Aber alle sind dem Untergang geweiht. Oh, okay, warte mal. Das heißt, wenn wir jetzt den Wein... Oh, okay. Wir können anscheinend auch mehrere Portionen Wein servieren. Und damit können wir eigentlich jetzt auch alle hier umbringen. Wow. Damit sind jetzt einfach... Ah, nee. Ah, nee. Okay, warte mal. Dann müssen wir... Jetzt haben wir eine Person umgebracht. Jetzt gibt es wieder Gift von Isobel. Und dann in... Nee. Oh, warte, warte, warte. Jetzt, gibt's dann... Dann weiß Edgar nicht, was er tun soll. Und deswegen trinkt er das Gift. Okay. Gut. Und jetzt sind alle... Achso. Und, sie selber ist, trinkt dann auch das Gift. Weil sie nämlich in ihn verliebt war. Okay. Das heißt also, sie ist ja in Edgar verliebt. Also, Isobel ist in Edgar verliebt. Und Edgar war in Lenora verliebt. Und da Lenora tot ist, möchte sich Edgar auch umbringen. Und da Edgar jetzt tot ist, möchte sich Isobel auch umbringen. Und jetzt sind einfach alle tot. Oh, Mann. Das ist eine Katastrophe. Aber das war der Neid mit Extrapunkt. Okay. Sehr cooles Kapitel. Okay. Schönheit Kapitel 5. Der Fluch. Okay. Der Fluch ist gebrochen. Wald, Küssen, Hexe, Schneeli und Prinz. Okay, wir haben neue Charaktere. Sehr nice. Habe ich richtig Lust drauf. Wir schauen mal. Wald. Ist wahrscheinlich ein Wald mit Schnee. Ich würde jetzt einfach mal sagen, also Schneeli und Prinz sind im Wald. Und haben sich sehr gern. Und küssen sich. Ah, nee. Im Wald aber gibt es die Hexe, die Schneeli in eine... den Prinz in eine Kröte verwandelt. Und dann aber küsst Schneeli den Prinz. Was? Okay, die küssen sich doch nicht. Okay, also Schneeli will doch nicht den Prinz küssen. Was machen wir da denn? Der Fluch ist gebrochen. Naja, wir müssen erstmal im Wald die Hexe den Prinz verzaubern lassen. Der ist dann eine Kröte. Das heißt also, jetzt trifft man die Kröte. Jetzt trifft die Kröte den Prinz im Wald und bemerkt, oh nein, die Kröte ist mein Freund. Und jetzt ist sie dann bereit, dementsprechend die Kröte zu küssen. Okay, die beiden mussten dann noch eine kleine Zwischenkonversation führen. Okay, nicht schlecht. Damit hätten wir auf jeden Fall den Fluch besiegt. Arglist ist das zweite Geschichtchen. Und wir müssen den Prinz... Der Prinz rettet den Winsley. Der Prinz rettet den Winsley. Okay, das ist der Winsley. Es gibt hier wieder den Wald. Ich würde mal sagen, der Winsley wird dann wahrscheinlich von der Hexe mal wieder zu einem Frosch verwandelt. Dann kommt der Wald und dann ist da der Winsley und der Prinz. Der sagt ihm, hey, ich bin's, der Winsley. Dann denkt sich der Prinz, okay, er redet mit seiner Freundin, damit der Winsley die Freundin küssen kann. Nein. Das wäre aber auch echt ein richtiger Bro-Move gewesen. Aber leider ist der Prinz leider nicht so ein richtiger Bro. Sonst hätte er das nämlich so geklärt, wisst ihr, wie ich meine? Aber hat er nicht. Aber Winsley und der Prinz, ach, die mögen sich auch. Okay, okay, okay. Oh, warte mal, warte mal. Oh Gott, okay, warte mal. Wald? Jetzt wird aber der Winsley
von der Hexe verzaubert. Und jetzt gibt's aber wieder eine Waldsituation, wo dann der Winzli diesmal dem Prinz sagt, ich bin's. Und dann aber küsst der Prinz den Winzli. Nein, er will den Winzli nicht küssen. Okay. Wie kann er ihn denn retten? Die Hexe verzaubert nicht nur den Winzli. Doch, den Winzli und den Prinz. Beide sind jetzt Kröten. Was passiert, wenn wir beide als Kröten dahin packen? Dann gucken die sich nur so gegenseitig an. So, what? Was willst du denn von mir? Okay, warte mal. Oh, okay. Beide sagen, wer sie sind. Und dann würden die sich dann küssen? Ja, tun sie! Oh, nö. Aber das war nicht... Oh, Mann. Das war nicht Dings. Das sind einfach nur zwei Bros gewesen, die sich jetzt geküsst haben. Toll. Aber mein Rätsel hat es nicht gerettet. Oh Mann. Okay, warte mal, wir müssen den veräppeln. Ich habe eine Idee. Oh, ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir haben den Wald. Und dann ist Schneeli, die wird von der Hexe verzaubert, ja? Dann wird im Wald, wird der Prinz dann bemerken, Schneeli ist jetzt eine Kröte. Dann aber wird die im Wald... Der Winzli auch zu einer Kröte. Okay, jetzt haben wir es. Okay, weil jetzt haben wir einfach so getan, als ob er denkt, dass die Kröte eigentlich Schneeli ist. Und dann küsst er aber die Kröte und es ist dann am Ende eigentlich Winzli. So ist es nämlich richtig. Oh, perfekt. So, damit hat nämlich dann der Prinz doch den Winzli geküsst. Was für eine schöne Geschichte. So, Konkurrentin. Oh no. Hexe wird zum Liebling des Spiegels. Oh, was? Okay, es gibt jetzt eine Hexe. Es gibt einen Spiegel, Kessel und Wald. Boah, okay. Kessel. Hexe wird zum Liebling des Spiegels. Also, der Spiegel, der Spieglein an der Wand, der mag die hier nicht. Die Hexe, die hässliche. Er mag nur Schneeli. Wenn wir aber hier einen Kessel haben und da die Hexe hinpacken, oh, dann sieht sie nicht so hübsch aus. Aber wir können in den Wald gehen und dort die Hexe mit Schneeli kombinieren. Wir können aber auch den Kessel nehmen und dort Schneeli hinpacken. Aber die mag den Kessel nicht. Okay, aber die Hexe mag den Kessel, weil dadurch wird sie hübscher. Das heißt, der Trank muss eigentlich so aufgebaut sein, dass unsere Hexe so aussieht wie Schneeli. Aber wie kriegen wir das denn hin? Machen wir den Kessel für die Hexe. Die Hexe sieht jetzt, die sieht jetzt alt und nicht so hübsch aus. So, die wird dann vom Spiegel sehr hart nicht gemocht. Und jetzt aber, oh, ich weiß wie. Jetzt ist die Hexe die Zauberhexe. Oh Gott, okay, das ist easy. So, jetzt ist die Hexe die Zauberhexe. Jetzt können wir dementsprechend die Hexe mit Schneeli hinpacken. Schneeli ist jetzt dementsprechend zu einem Frosch geworden. Das heißt also, der Spiegel wird jetzt Schneeli, was? Oh. Der Spiegel mag Schneeli dann trotzdem? Was soll das heißen? Sag mal, wenn wir jetzt die Hexe wieder zurückverwandeln in ihr schönes Ich, in ihr altes Ich so, und wir sie dann vor den Spiegel packen, oh, ist sie jetzt dementsprechend wirklich die Schönste im ganzen Land. Weil jetzt ist Schneeli ja nicht mehr die Schönste, sondern die ist eine Kröte geworden, ne? Und jetzt ist es sie. Okay, dadurch haben wir es hinbekommen. Okay. Alles Gleiche. So! Inklusivität. Checken wir es mal aus. Der Spiegel preist jeden. Oh. Warte mal. Was? Es gibt hier jetzt neue wieder. Es gibt Klippe. Oh, nö. Dann gibt's Fürsli und dann gibt's Hässli. Okay, Hässli hat eine ganz komische Nase und sehr langen Bart. Und Fürsli sieht ein bisschen gepflegt aus, mit einer Schleife sogar oben. Okay, und dann gibt's noch Fröschli, der... Oh, hinten dran kann auch immer jemand stehen. Okay. Also wenn wir jetzt den Spiegel hier hinmachen und da Fürsli hinstellen, dann mag der Spiegel Fürsli sehr. Wenn wir aber Hässli hinstellen, dann mag er ihn gar nicht und sagt, er mag Fürsli. Also ist der jetzt sauer geworden deswegen. Sprich also, es geht jetzt an die Klippe und wahrscheinlich wird jetzt Fürsli vorne stehen und Hässli wird ihn hinten runterschubsen. Dadurch wird Fürsli wahrscheinlich sterben. Und jetzt können wir also den Spiegel wieder nehmen und Hässli wieder davor stellen. Und dadurch mag der Spiegel jetzt auch den hier. Den Hässli.
Aber damit diese Story funktioniert und jeder gemocht wird, müssen wir das Ganze nochmal eins nach rechts verschieben, weil wir müssen nämlich am Anfang den Spiegel auch nochmal kurz Fursley zeigen. Das heißt also, er liebt Fursley, er mag den hier nicht, aber dafür hat der ihn jetzt runtergeschubst und jetzt mag er den. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Spiegel den Frosch nicht mag, sondern er mag den Häsli mehr. Deswegen muss der Frosch jetzt an der Klippe den Häsli runterschmeißen. Oh nö, macht er einfach nicht. Der muss erst sauer werden. Der muss erst sauer werden, damit er ihn runterschmeißt. Oh, der Frosch wird nur ein bisschen traurig. Der wird aber nicht sauer. Wie kann er denn den Frosch trotzdem mögen? Er mag den Frosch nicht. Okay. Oh, okay. Warte mal. Der mag ja von Anfang... Okay, wir machen mal hier nochmal kurz clean. So. Oh, nein. Inklusivität. So. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Also, wir haben jetzt hier den Spiegel. Das erste. Da wird Häsli davor stehen. Der wird bemerken, okay, der mag den König mehr. Aber wenn wir jetzt bei Fröschli sind, der mag den König auch mehr, aber Fröschli wird nicht sauer. Fröschli wird nicht sauer. Das heißt also, wir müssen erst den Häsli davor stehen lassen, der wird dann sofort sauer. Dann ist der nächste Take sofort das Runterschmeißen. Dann ist der nächste Take, dass er wieder vor den Spiegel geht und dann gemocht wird. Ah ne, dass Häsli dann gemocht wird. Dann aber wird sich an der Klippe der Häsli vorne hinstellen und der Fursley wird sich rächen. Haha, genau. Der Fursley ist jetzt sauer und wird sich bei ihm rächen. Dadurch ist der Spiegel jetzt dementsprechend nicht sehr wählerisch, weil es nur noch einen gibt. Und zwar Fröschli. Der gute alte Fröschli. Aha. Das heißt also, hier musste man dann doch darauf gehen zu wissen, dass der gute alte Fursley auch als Geist ganz schön rachgierig sein wird. Oder ja. Wie auch immer. Meine werten Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben und schaut auf jeden Fall im Shop vorbei für den übercoolen Aerosol Osterschokohasen. Ne? Ich wünsche euch frohe Ostern, habt ein besinnliches Fest und wir sehen uns. Haut rein, Leute. Und ciao!